Über dem. Unter dem. Oh Gott, habe ich gebraucht, um ihn zu verstehen. Sie müssen schon ihre Muskeln benutzen. Weh wie Wambo. Oder wollen Sie lieber vorne einsteigen? Welchen Muskel? Komm, Das hat mein keiner Freund, gesagt, oder? du kannst vorne bei Twinkie einsteigen. Hol dich Macho-Kraft genug hier. Oder so. Oh, super. Super. Herr Bischof, ich bin da mal kurz im Kopf. So, gedulden Sie sich alle bitte. Oh, jetzt die Fahrerin braucht Wo möchten einen Sie denn Drink. Gerne hin? Ich muss zum Parkplatz beim Diamond Casino. Diamond Casino. Geht jetzt oh, laufen können? Gute Wahl, gute Wahl. Das gutes ist Casino. Gute Leute. Das ist ja überhaupt nicht dein. Oh, guten Appetit. Bist du gerade ein Kunden? Oh, das ist so Haben nützlich. Wir jetzt noch einen Kunden? Fischkopf, der sitzt doch gegenüber von dir. Wie, was? Hast du gerade mein Törtchen gedisst, weil sie isst? Nein. Bischof? So nicht, Freunde. Ich fackel deine Werkstatt ab. Nein, er würde nicht. Das ist auch meine Werkstatt. Ja, dann machen wir Versicherungsbetrug. Achso, ich dachte, du fackelst jetzt nur die Hälfte ab. Ja, Versicherungsbetrug. Außerdem verdient die Werkstatt eh nichts, Mann. Die kriegen nicht mal Felsen. Wir haben hier einen Anwalt im Auto. Pass auf, was du sagst. Der ist bankrott. Quatsch. Wer ist der Abzocker? Darf ich mal was fragen? Ich bin der Anwalt. Ja. Wie alt ist die Pizza hier unter dem Sitz? Das ist eine Pizza? Also, den Bus haben wir vor einem knappen Jahr gekauft. Wir können einen Schnelltest machen. Beiß schon mal rein. Ich probiere einfach mal. Beiß mal rein. Kalte Pizza schmeckt immer, egal wie alt die ist. Außer da ist Pelz drauf. Ach, nee, Pelz ist noch besser. Ach, du, das ist ja schön warm. Oh, Alter, oh, danke. Ich will aber, wo holt ihr alle den Kaffee her? Das ich will noch auch. Gut, ja, aus dem Kaffee, woher das? Das mit dem Kaffee ist Ansichtssache. Oh, ich frage mich, warum der also, ich bin immer kein noch nicht den Teppan benutzt hat. Ich auch nicht. Kaffee ist einfach nur widerlich. Nein, wir haben keine Mikrowelle im Taxi. Unser Chef ist geizig. Aber ich mag auch noch Gurke. Was hast du gesagt? Irgendwas mit Gurke. Da links ist der Nasenhaus. Und hier rechts ist ein... Puff. Frauenmotorradclub. Frauenmotorradclub. Hey, warum sagst du Puff dann? Weiß auch nicht. Wo ist der Unterschied? Smell like a bitch. You ain't shit. Ich bin gerade die Pizza hier messen, die ich gefunden habe. Und denkst du riechst, da ist eine komplette Scheibenwand vor uns. Im Klimawand. Hier haben wir uns tätowieren lassen. Ja, hier links gleich. Habt ihr noch was? Habt ihr euch tätowieren lassen? Ein Freundschaftstattoo. Freundschaftstattoo. Ja. Ich auch. Hallo, ich gehöre zu Crew, okay? Teil der Crew. Teil des Schiffs. Teil der Crew. Was passiert? Teil der Crew. Wird jetzt der Teufel beschworen? Ich bin Peanut Jones. Teil der Crew. Man kann sagen. Teil der Singer hat so einen langen Tentakel. Das ist das A-Team, du Trottel. Das ist der Karibik, Mann. Was sehe ich denn da unten? Bist du dumm, Junge? Was war denn nochmal in hier, Mr. Jones? Soll ich euch sagen? Nee, das war Jack. Das ist immer noch A-Team-Video. Oh, jetzt habt ihr mich kaputt gemacht. Ja, siehst du, ich hab genau das gleiche Problem wie du gerade gehabt. Okay, warte. Warte, seid still, ich muss mich Schnauze jetzt hier. Okay. Du hättest auch die Klappe mal gekriegt. Ist es das? Sie sollen ruhig sein. Für den arbeite ich, Alter. Können wir zum Lord? Zu wem? Zum Lord. Wie nach Altschauerberg. Weiß nicht, ob das hier interessant ist. Lü. Wir können ja einfach den Glasern hinterherfahren. Die wissen bestimmt, wo er wohnt. Küsschen mit Küsschen. Ja, tschüss. Hast du irgendjemanden die Schleim einschlagen? Hau rein, weil du schlafst. Ja, leg. Ich dachte, wir fahren nach Kavala. So. Guck mal, jetzt mach ich dann Poggers in meinen Hauch. Oha. So, Jungs. Eure halbe Stunde ist vorbei. Genau. Piss dich, Alter. Ja, das war so schön. Wir buchen noch mal eine Viertelstunde. Och nö, so viel Geld habt ihr nicht. Ich muss auch mal ins Bett gehen, Hans. Ja. Hans-Peter lädt uns ein. Das ist unser Auto hier jetzt. Hier ist unser Auto. Ja, wir wissen, die haben euch alles gezeigt, was es gibt. Ja.
Vorne ist noch irgendwie so ein Spielplatz. Hau rein, Lipton. Und Magic Fingers, danke für die Wiese, die dritte noch. Ich hoffe, du bist noch da, Bruder. Oh mein Gott. Ich wüsste echt nicht, wo wir noch hin sollen. Doch vorne da, diesen Park können wir noch zeigen. Ja. Falls Sie mal in Immobilien investieren wollen, hier gibt's echt schöne Häuser. Ja, wir haben genug Immobilien gekauft aktuell. Habt ihr Geld zu viel? Twinky und ich würden gerne ausgrüßen. Ja, wir sind eventuell kurz davor, euer Haus zu kaufen. Unser Haus? Ja, das ist doch Real Life. Ja, dann fahren wir an euch Miete, kein Problem. Nee. 31 geht, Dollar warum? Pro Tag. Das ist kein Ding. Ja, nee, ich will jetzt immer gucken, ob die Sache heute läuft oder nicht. Boah. So, Autohäuser und ein See. Nope. Tschüss, Flugzeugbildung. Hier ist ein Parkplatz. Ja, die danke für den Prime und Seaten, Heimpass und Peak. Noch mehr Läden. Okay, Tulu. Ogelu. Okay, viel Spaß. Oh, nicht wieder da oben ins Ghetto, ne? Die wollen uns wieder aus dem Auto. Mach halt. Was? Jetzt müssen wir da aber nicht fahren. Oh mein Gott. Fahr da hin, das will ich sehen. Okay, Twinkie, die wollen dahin, die wollen komplett Abenteuer fahren. Ich dachte, das ist eine Erlebnistour. Twinkie. Juri, hast du eine grobe Uhrzeit? Okay. 0:12 Ja. Wir haben noch nicht gesprochen. Nee, weißt du was? Wir fahren zu den Bomben. Also, ist es für euch wirklich heute? Nein. Ja, also, dann sollte jetzt mal unsere Gang. Ich dachte, wir fahren mal die anderen Gangs. Die haben jetzt eine Gang. Ja, wir sind die Gang. Sag einmal, du hast jetzt eine Gang gegründet. Seit dem letzten Mal. Wir sind die Kickers. Ich bin Tsubasa. Der Abusé-Clan. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Es ist noch Suppe da. Ui. Oh, jetzt geht's ab. Ist das rechts ein Weihnachtsmarkt? Wo liegt der schon wieder da? Nee, der sitzt. Der war am Baumarkt in der Grove. Da einfach zwei. Hat die Klappe gekauft. Er chillt da seit zwei Stunden. Klappschepper. Ich glaube, er ist ein wenig geistig. Warte mal, haben wir einen verloren? Nee. Sind beide Russen, oder? Ja. Das riechst du doch. Riecht nach Staub. Er riecht nach Zuckerbrot. Staub 2. Rush B bleed. Tuka. Oh Gott, ich ja. Sag das nochmal. Was? Rush B. Ich hab nicht verstanden, was du gesagt hast, Twinkie. Ich hab mich vor meinem Telefon erschrocken. Twinkie, red doch mal lauter da vorne. Du musst lauter reden, Twinkie. Mama lauter. Mama lauter. Nein, wir müssen jetzt machen. Am besten. Nee, müsste da bei die Cappy Shops und so. Am Strand. Nein, ich höre keinen Strand, tut mir leid. Wer war Juri von euch? Ich. Der Russe. Welcher? Der Russe. Welcher? Und wie heißt der andere? Alles Klärchen, Bärchen, kein Problem. Wie heißt der andere Russe? Hallo? Zumreiber. Keine Ahnung, Leute, ist Karl im Dienst? Ist Karl im Dienst? Ist Karl im Dienst? Weiß ich noch nicht. Ja. Karl im Dienst? Nein, ist nicht im Dienst. Nein, ist nicht im Dienst. Okay, bis gleich. Tschüsschen mit Küsschen. Tschüsschen. Ich schwöre, der hat mich so erschrocken, der Penner. Twinkie, wo fährst du hin jetzt? Ja, wir müssen jetzt zu so einem Kleiderladen. Ja, aber wir sind doch noch in der Tour. Ja, die Tour kann jetzt auch mal warten. Herr Juri, hier, ich wollte noch hier den... Ach, scheiße, das habe ich total verzinnt. Hier den... Der Chips! Der Chips! Ja, der Chips! Ich hoffe, ich tropfe jetzt nicht mit der Pizza da drauf. Du hast sie immer noch? Nee, das ist scheißegal. Oh, schluck doch. Ein Rülpsnäßfurt. Hat sich angehört, als sitzt ein Ei verschlucken. Ein Ei von Machomai. Machomai? Kokowai heißt ja. Ja, Mai. Was ist denn BCMS? Ja, wir spielen jetzt ein Spiel. Klingt wie eine Krankheit. Pikachu. Ey, genau, so fängt's an. Wer kein Pokémon innerhalb der nächsten 3 Sekunden sagen kann, verliert. Relaxo. Pikachu. Nein, nacheinander. Achso, stimmt, wie machen wir denn die Reihe? Ja, oh, super. Echt toll nachgedacht. Ja. Ja, Ronny, sag doch mal, welche Reihenfolge. Ronny. Ich weiß ja nicht, wo ihr sitzt.
Ich bin vorne. Hey, mach doch deine Augen auf. Hey, mach doch deine Augen auf. Ja, bist du doof, Ronny? Ja, so, kann es sein, dass du dumm bist oder so? Nee, guck mal, ich habe einen ganz steifen Nacken. Ich kann mich. Ja, dann schluck die Viagra nächstes Mal besser runter. Genau. Oh, wer ist denn dein. Nochmal was? Nee, was? Herr Fischer, warte. Mit dem. Ja, gib mal. Ich, ja, sieben Sachen wiederholen wir nochmal. Ich glaube, ich weiß, worum es geht. Was geht dabei ran? Das. Wer ist denn der rechts, Typ? Pinky, ja, rechts, Pinky, rechts! Pinky! Wir müssen nicht rechts. Ey, aber warte mal, können wir mal ganz kurz durchzählen, wer wir eigentlich alle sind? Wir haben hier einen Italiener. Komm, können wir kurz alle nicht durcheinander streuen? Ich verstehe, am Telefon ist wichtig, jeder Telefonort. Das muss so anhalten, ich muss eben aussteigen. Wer ist denn der Typ hier neben mir? Ja gut, tu dir keinen Zwang an. Pinky, halt mal eben kurz an. Ja, Klärchen. Was so eine Diva. Wie macht er da den? Sag mal, wir haben einen anonymen Kunden hier im Auto. Wie einen anonymen Kunden? Wer denn? Ja, ganz hinten. Ja, wer ist das denn? Das ist doch Slava, oder? Das ist doch der Bischof, ja, oder? Das ist Kind, denn links sitzt einer mit einem schwarzen Anzug. Der ist ganz komisch. Ja, gut. Ich hab nichts gesagt. So, wer ist denn der hier? Slava. Das ist der Anwalt. Ja, der Bischof. Bischof, du. Ich sitz ganz hinten links. Dann Pinsel. Ja, jetzt, da zeigt er doch hin. Wer ist der Fuchs da? Das ist der Anwalt. Der Russe. Der Anwalt sitzt vorne. Anwalt vorne? Vorne rechts, ja, hier. Okay. Und Bischof. Was für ein Anwalt? Hey, und Juri. Ja, wir sind doch alle drei. Ja, also, Ey, wusstet ihr, dass Magma so eine Stirn hat, der sieht aus wie Arschbacken? Zum Wirbelpark. Er ist ich Magma. Bin allerdings ein gerade Pokémon. So eine Art alleine. Wo hattest du auch meine Kindheit oder was? Ich war ein Großraumtaxi und muss noch einen Kunden aus dem Norden holen. Also Nein. Das kann ein bisschen dauern, bis wir aber als nächstes. Wir bieten übrigens auch Helikopter-Service an. Helikopter-Taxi. Ja? Ja, ich bin Pilot. Lassen Sie mich wenn jemanden boostet. Woher hast du dein Helikopter? Du fliegst das Ding? Am Flughafen. Das ist aber dann sicher kein Little Bird, oder? Ich kann Little Bird fliegen, das ist nämlich ein Helikopter. Ja, aber was macht der Chef da draußen? Guck mal, der ist am Telefonieren. Ja. Ich kenn's nicht, wenn ich telefoniere, springe ich auch immer rum wie ein Spaß. Ich auch. Hallo, deswegen, das sagt man nicht. Entschuldige. Wirklich so. Ja, das kann bei Ihnen dauern, aber ich komme danach sofort. Was macht man denn da? Kein Wunder, dass er humpelt, wenn die ganze Zeit in die Berge springt. Dingpäckchen und so. Der wird gern merken, weil wir wechseln, weil er gar nicht mehr weiß, wo die Straße ist. Wir haben einen Kunden. Ja, los. Ja, aber der Chef fehlt noch. Ja, lass ihn einfach hier. Der kann kommt, laufen. Der kommt schon nach. Der ist eben auch zu uns gejoggt. Hans-Peter, wir fahren. Der weiß, wo wir sind. Okay. Hans-Peter, wir fahren. Hans-Peter, hau rein. Du kannst joggen. Hoffentlich holt dich der Berglöwe. Bis die Tage garantiert. Ach nein. Nein, bis später. Ach egal, ich hab's versaut. Der rennt uns hinterher. Der rennt uns hinterher. Lass den mal. Wenn der nah ist, fahr weiter. Fahr weiter. Komm, schneller, schneller, rechts, links, steig mal eben kurz links. Eine Sekunde aus. Oh rechts, Gott. Links. Der klebt eine Sekunde. Chef, wir haben noch einen Kunden. Wir holen euch gleich wieder ab. Bis gleich. Wir gehen jetzt auf den Berg knutschen. Wir haben zwei Kunden, okay? Merkt ihr, der andere ist am Würfelpark. Würfelpark und? Würfelpark, den jetzt, den holen wir ja ab. Das habe ich ja alle schon. Das ist ja alles schon im Plan. Ja, aber wo holen wir den ab? Na, an einem Kleiderladen in der Grenzenauer Wüste. Wer geht denn in der Wüste kleiner schuppen? Ja, er! Weiß ich nicht, Wüstenbewohner. Oh, Wookies. Müssen. Hier können wir nicht rein. Thema. Ich war einfach hier hinten gleich einmal rum und dann geht er schon. Ich war mal Helikopterpilot, ne? Okay, wie viel Cheeseburger ist das her? Nein, ich bin Flugzeugpilot. Ich komme nicht aus Arizona. Da hat mir eine Farm, da war ich Agarflieger. Warum drehst du um? Weil wir müssen da durch den Wald fahren. Ah, okay. Ich wollte doch mal Venus sehen, oder? Aber du willst uns jetzt keinen richtigen Kasten zeigen, oder? Ich werde euch was ganz anderes zeigen. Ich sag's euch, Bigfoot ist alive. Ich hab D-Max geguckt. Du ziehst dich jetzt aber nicht aus, Vicky. Nein. Warum sollte ich? Weil du gesagt hast, Bigfoot ist alive. Ja, du bist, wenn dann Bigfoot. Das stimmt. I am alive. Ich bin Lilliput. Lilliput. Man darf nicht ein böse Wort sagen, aber das. Was? Littlefoot. Ja, und? Das ist der Dino aus der Kinderserie. Jo, das ist gemein. Warum? Warum, wenn man einen kleinen Fuß hat? Ja. Königliche haarige Fuße.
Konnichiwa Nagishapin Nugati. Bäume, die recht hoch gehen. Wie hoch? Recht hoch. Bäume, 30 okay. Meter. Genau, sag hier ein paar Büsche, ein paar kleinere Bäume, ein paar Büsche und kleinere Bäume, aber auch recht große Bäume. Mhm. Hier sind Zaun und ein Höfchen. Oh, ich will hier wohnen. Hier? Oh, Twinkie, unser eigener Bauernhof. Oh, das wäre ein Traum, ja, das oder? Oh, wir brauchen eine Kuh, ich will sie unbedingt melken. Oh Mann, Pinsel, du würdest niemals bei uns wohnen. Warum? Ich will einen Orca haben. Willst du keine Kuh melken? Es sei denn, da ist ein Anbau, dann kannst du da wohnen. Oh, guck mal rechts, ein Klärwerk. Oh, da will ich wohnen, das sieht groß aus. Oh ja, das ist wirklich schön. Da wohnen die Holzverarbeiter, die Bretter verteilen. So, Freunde, wir sind pass auf, da ist ein Wookie. Ach du Scheiße. Was sind hier überall Leute? Warum? Was machen sie hier? Da ist Bigfoot gewesen. Warum? Wir haben keine Fotos gemacht. Schmitten im Wald, Junge. Ich verstehe es auch nicht. Jetzt läuft sie weg. Was ist mit ihr? Warum steht da mitten im Wald eine Nackte? Warum ist sie da? So. Taxi. Aber irgendwie ist keine hier. Taxi. Vielleicht war es die Frau. Hat keinen Taxi gerufen? Ach, die Frau. Deswegen. Vielleicht die Frau aus dem Wald da hinten? Oh nee, Gott, nee, das war ein Mann. Nein, was? Oh, jetzt hat geht's euch gut? Ja. Habt ihr einen schönen Abend? Ja. Wollt ihr Stühle haben? Dann müsst ihr nicht auf der Motorhaube sitzen. Das ist ein Dach. Das ist die Motorhaube. Okay, dann fahren wir zum Park wieder. Oh, okay. Wir können dann die Frau fragen, ob die mit will. Überanstrengend euch nicht. Dann haben wir halt wieder so stelle ich mir einen erfolgreichen Abend vor. Einfach nur warten. Oh, da. Wo ist sie hin? Sie haben sich verdoppelt. Dupliziert. Schattendoppelgänger. Mit der Hose. Haben Sie ein Taxi gerufen? Ja, haben wir. Ah, super, dann rein mit euch. Wieso wartet ihr mitten im Wald auf ein Taxi? Wieso seid ihr nackt? Was ist los mit euch? Er hatte gerade Kopfschmerzen. Warum liegt deine Maske und warum hast du Stroh auf? Oh, wie ich das schon kenne. Naja, ja. Wo muss man denn hier rein, Mann? Ich habe keine Ahnung. Am besten durch die Tür. Sie kann es aber auch durchs Fenster versuchen. An der Tür auf den Knopf drücken mit der blinkenden M. Das umgedrehte W. Kann mich nicht bewegen. Oh Gottchen. Dann kriegen die alle Schlafparalyse. Oh Mann. Dann bleib stehen. Wir holen erst den Mann und dann dich. Der sitzt doch schon, oder? Ich hatte es geschafft. Jetzt langsam und vorsichtig einsteigen. Kann mich bitte jemand hauen? Oh ja. Kann ich mal laufen fahren? Was? Gib ihr eine Ronny. Eine verboxen? Ja, mach mal. Klopf sie um, Ronny. Nee. Ey, ich darf. Ich ruf den Sheriff. Wo ist die Taschenlampe, Ronny? Er hat ja in die Boobs gegriffen. Ja, so was. Wieso kennst du meinen Namen? Wer bist du überhaupt? Wir haben uns auf Würfelpark getroffen. Echt? Ich versuche dich zu schieben, du bist wie ein Stein. Ja, ich sag doch, schlag mich doch einfach mal. Ah, ich glaube, da muss das Auto mal gegen fahren. Keiner kann mich schlagen. Oh. Heuchler. Guck mal, ich bin... Das kriegen wir gleich hin. Guck mal da, ein Käfer. Da auf dem Boden. Das ist ein Marienkäfer. Ey, hast du gehört? Sie kann sich doch bewegen. Sie sagt, ich bin Superwurm, fahr mich mal um. Was? Fahr mich mal um. Ey, es geht nicht, ich schwör. Jetzt bin ich schon wieder. Sag mal, der Kleine. Lass die Frau vorne rennen. Okay. Frau, ich kann mich ja nicht bewegen, das Auto muss noch mal weg. Nein, ich kann mich auch bewegen. Das kann doch nicht sein. Ich weiß, was das Schlimme ist. Er schiebt mich, kann was bringen. Ich kann... Steig vorne ein. Ich kann mich dann auch nicht bewegen. Das ist so beste geil. Fahrzeug. So, jetzt gibt's Schlamm. Guck mal ans Fenster und drück mal ganz fest. Jetzt komm, schlag mich. Okay. Ich soll dich verklopfen. Ich glaube, die Frau steht da drauf. Denk, hey, hör auf damit. Geht's? Warte, ich versuch's mit dem. Ich stehe hier hinten. Ich versuch's mit. Was? Ich stehe ganz woanders. Ich stehe. Ja, hat geklappt. Ey, du hast in Paralleluniversum gekickt. Ja, wo seid ihr alle? Jetzt kriegen wir sogar schon auf den Sack von der Polizei, wenn wir auf der Autobahn rumstehen. Ja, wir kommen. Ich habe eine Frau voll aus dem Bild getreten. Oh mein Gott. Die Frau, was? Das war ein Roundhouse-Kick.
Okay, wo kannst du hingehen? Oh. Fahr einfach los! Oder hat er schon recht, her? Wohin? Ja, warte. Dann kommst du rein. Müssen wir dich auch umbauen. So, ab geht's, wir müssen Chef abholen. Oh Gott. Ja. Genau, auf der Autobahn stehe ich. Danke, bis gleich. Autobahn, bis gleich. Hey, du sitzt neben mir. Hi. Sie haben schon eingegeben, das ist wirklich nett. Ich habe meinen Fingerpinsel. Schnee im Sommer. Was? Nee, im Sommer. Schnee im Sommer. Hast du gesehen, wie ich die getreten hab? Jo, aus dem Bild. Du bist ein Karate-Kid. Ich hab gar nichts gemerkt, also. Ich war nicht mal da. Weil meine Füße weich sind. Ich hobel die mal ab. It's magic. Ja, ich bin Magic Peanut. Ja. Ich bin eine Dreikammer-Erdnuss. Wo ist denn Herr Fischkopf? Ach ja. Wir müssen Chef abholen, Twinkie, auf dem High Highway. Oh. Hoffentlich kommt jetzt nicht ein Ork aus dem Gebüsch. Nein. Die leben im Wasser. Ja. Aber Bäume bestehen auch aus Wasser. Nein, aus Holz. Was? Ich dachte aus Papier. Aus Haas. Aus Haas? Musst du die anderen mit dir wachsen oder was? Haas 4. Was meinst du, wo das ganze Geld herkommt? Von Bäumen. Im Prinzip stimmt das. Ja. Ja. Und das ist das Schlimme daran. Ich hab das Intelligenteste gesagt, wo ist mein Tagebuch? Aber eigentlich kommt das aus dem Drucker. Pinsel, kannst du deine Faust in den Mund nehmen? Ja. Mach mal. Komplett? Ja. Mein Kiefer geht dann aber kaputt. Mach doch die Zähne weg. Hallo. Wo eigentlich ist Ruhe? Aua. Funktioniert. Kannst du deinem Ellenbogen lecken? Warte mal, ich glaube, der Chef ist, weiß nicht, wo der war. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Und der Chef steht auf der anderen Seite. Oh, das gibt's noch nicht. Keine Sorge. Fahren Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Lassen wir mal stehen. Ich komme gleich wieder 20 Kollegen. Was schlicht, wir müssen den Kunden abliefern. Wir mussten hier rein, ist wichtig. Könnt ihr alle mal die Fresse da hinten halten? Auf der Gegenfahrbahn? Wie bitte? Auf der Gegenfahrbahn? Ja, ich muss hier hin, ich hab Kunden. Ja, dann kann man da mal da vorne die Auffahrt nehmen. Dann fährt man ja, ich habe links und rechts geguckt, sie waren meilenweit weg. Außerdem hat die den Arm aus dem Fenster gehalten, um zu blinken. Okay, bitte fahren Sie einfach weiter. Weißt du, da habe ich überhaupt keinen Bock sie drauf. Sie halten gerade den ganzen Verkehr auf. Ist das schon der Standardsatz jedes Polizisten? Hab keinen Bock drauf. Ja, du ist musst uns einfach dabei haben. Ist wie so ein Schutzschild. Ist so. Das ist meine komplette Verteidigungsstrategie. Aber der ist nur für 7 Tage haltbar. Im Mittelalter hat man das Narrenfreiheit genannt. Oh, ich hab schon wieder was Schlaues gesagt. Oh, fahr bitte nicht das Polizei hoch. Jetzt frage ich mich, wie das Polizeiauto so da drin kam. Guck mal, er sichert den erstmal ab. Ja. Oh mein Gott. Er hat den Führerschein. Tagsam. Er hat bei ihrer Leitstelle angerufen. Und er hat gesagt, ich hab keinen Führerschein. Wo kann ich den Führerschein machen? Und dann hat ja, er Flughafen. Freunde, wir haben noch Kunden. Am Flughafen haben sie noch einen halten. Und er hat gesagt, hey, ich hab aber nicht später wieder gesagt, kommen. Können Sie sich glücklich schätzen. Weißt du, da müssen Sie sich bei ihrer Leitstelle beschweren, der Vortrag da war. Ach man. Ich steig ein. So. Mach mal auf, Dügen. Jetzt will ich, dass jemand anders fährt, weil wenn diejenige keinen Führerschein hat. Doch, hat er am Flughafen bekommen. Am Flughafen hat er einen Führerschein. Ja, okay, gut. Am Fischkopf steigst du ein. Aber jetzt fahren sie Richtung Stadt einwärts. Das haben wir schon mit den Kollegen gerade geklärt. Wo müssen wir denn jetzt frei? Das ist doch gar nicht ihre Gehaltsklasse. Ja, wir schicken eine zur Polizeiverwaltung. Hier ist noch ein Platz für den Chef. Das wäre super. Ich will einfach einen schönen Abend haben. Warte auf mich. Okay. Ja, steigen Sie ein. Ja, kam da sonst noch was rum? Bequem. Also ja, ich weiß es scheiße. Neben mir ist noch ein Platz frei, Hans-Peter. Weiße Scheiße? Auf meinem Schoß ist nur einer frei, Hans-Peter. Mann, ich wusste, der ist von der anderen Seite. Wie lange seid ihr schon Taxifahrer? Seit einer Woche. Jetzt endlich Hans-Peter, Hans-Peter, findest du jetzt langsam mal einen Sitz, du Spaß? Oh, hallo, was sag mal also, wenn sie weitergeht, muss ich schon wieder aussteigen. Ich verstehe kein Wort am Telefon. Du bist so ein Schwitzer, ne? Wie oft zu telefonieren? Competitive telefoniere. Ja. Warte, ich mach mein Handy mal kurz laut. Handy mit Crosshair. Kann denn jemand einfach mal das Telefon nehmen? Mach mal laut. Okay, warte. So, jetzt. Was sollen wir sagen? Wohin fahren wir überhaupt? Wohin wollen die Fahrgäste überhaupt? Schalt doch auf Lautsprecher, Hans-Peter. Können wir mithören. Ist so eingegeben im Navi. Okay. Ja, wir müssen das aber war mal schon wieder dieser Sheriff von gerade, ne? Jo, dann ist ein
Stand schon wieder da mit seinem Taser mit Klebeband zusammengebastelt. Und wollte absichern. Stell mich vor das Auto, dann fahren die da nicht rein. Warum so? For you. Junge, was ist mit dir? Gesundheit. Hast du eingepennt? Dankeschön. Mhm. Dankeschön. Mhm. Mhm. Michi, kann man euch Taxifahrer mieten? Ja, klar. Hey, das ist ein Taxifahrer, das ist... Nein, wir brauchen die vielleicht sehen. Bei uns ja, auf das kriegen wir schon. Lass dann morgen nochmal oben in den anderen drüber quatschen. Boah, wie lange? Peter schon wieder am Telefonieren, ne? Der ist immer am Telefonieren. Dem sein Hand ist ein Premium-Vertrag Hörer. Bei Ailis. Ich sag dir, dein Hand ist ein Hörer. Kann jemand Hans-Peter sein Handy nehmen und rausschmeißen, bitte? Dann zückt ein neues. Ich überlege mir was. Ich setze noch mal den Trenchcode an. Wir diskutieren mal über noch ein paar andere Ideen. Die spawnen in der Hand. Ich hab auch Ideen. Hallo? Das läuft nicht so gut. Wo fahren wir hin? Warum soll die nicht gut laufen? Ich dachte, wir fahren und laufen nicht. Also fahren wir hin. Ja, deswegen will ich mit Bishop nochmal reden, weil die noch ein paar Ideen haben, ein paar Vorschläge haben. Wir müssen noch zwei Mitarbeiter suchen und jetzt mit mehr Verfügbarkeit haben und dann löbt das auch. Die wollen doch auch irgendwo hin. Oh, wir fahren wieder bei uns zu Hause vorbei. Ja, das ist ja das ist so sehr gut. Ich hab da schon ein paar Ideen, wir trommeln bis zu 100.000. Dann kauf das, wir zahlen mit. Ey, wir sind ja fast Nachbarn mit denen. Ey, wir sind doch Nachbarn. So wird Zeit. Lass uns Swingerparty machen. Wo kommen die denn her? Nochmal was? Wir haben im Wald aufgesammelt. Oh, Hansi-Pinne steckt viel aus. Rat mal, wir gleich am Rand stehen bleiben. Eure Outfits passen ja zu euren Autos. So, das sind 2640 Dollar. Boah, ist das Grinch. Ja. Okay. Ich will nach Hause. Ja, das tue ich jetzt auch. Am besser ist es. So, euch noch viel Spaß beim Taxifahren. Ich wohne hier vorne. Tschüss. Hey, du wohnst überhaupt nicht hier vorne, so, Pfeife. Doch, hier vorne. Nein, du wohnst hier nicht, Bischof. Ich weiß doch, wo du wohnst. Wie ich hinter der Mauer verschwinde. Ich danke. Tschüss. Das ist Hausfriedensbruch. Du wohnst hier nicht, Bischof. Nein, Pinky, der das sind unsere Nachbarn. Cookie wohnt da oben. Eure Nachbarn? Oh. Also jetzt nicht mehr. Was? Hallo, Taxi. Wir können fahren. Ich kann nichts für Sie tun. Boah, Hase-Peter. Wollen wir das auch kaufen, Slavon, und dann gewinnbringend verkaufen? Ja, das muss doch Polizeiverwahrstelle. Polizeiverwahrstelle. Und danach ist Feierabend hier. Ja, ich mach ja, aber wir müssen wieder zum Flugzeug. So, ich hab Schnauze voll. Ich muss eine Polizeiverwahrstelle mein Auto da raus. Ja. Ich hab noch nichts verdient heute. Ich bin den ganzen Tag am Büffeln hier. Am Müffeln, Abendessen? Twinkie, fährst du? Ja, es gibt. Ja, klar, natürlich mache ich Abendessen. Soll ich vom Fleisch fallen oder was? Wem telefonierst du? Schon wieder mit anderen Männern, ne? Bin ich dir wieder nicht gut genug? Für wen will die denn kochen? Willst du einen Snickers haben für gute Laune? Für mich kocht die nicht. Ja, okay. Ich würde für dich kochen. Ich kann einen Einifall nicht mehr. Ja, warte, nehmen wir ja. Danke. Das ist aber nur Alufolie. Okay, tschüss, mein Küsschen. Wen hast du da gemacht? Alles klar. Ich hasse die. Können wir jetzt bitte auch alle durcheinander reden? Nein, das wäre unverschämt. Ja. Warum habt ihr denn alle miteinander geredet, als ich telefoniert habe? Können wir die Taxifahrer mal mieten? Also ich muss jetzt wirklich auflegen. Chef, hörst du nicht zu? Nee, ich hab's nicht verstanden, was? Okay. Können wir die zwei Taxifahrer mal mieten bei uns, so, für bei uns auf der Insel? Und was wollt ihr da mit dem machen? Ja, was für eine Insel? Die sollen uns zum Flughafen fahren. Tschüss, ja. Wo ist denn diese Insel, von der ihr spricht? Kalle? Wer hat den denn eingestellt? Oh Gott. Dieser Kerl ist so nervig. Mein Gott, Kalle. Ich hab die Schnauze voll. Ja, hallo, hier ist Twinky. Was kann ich für dich tun? Am Handy laden, natürlich. Am Handy laden. WLAN 1. Oh mein Gott, das ist ja um die Ecke. Was ein Glück, ich komm sofort. Okay, tschüss, mein Küsschen. Okay. Ich brauch Urlaub. Wie viele Tage hast du jetzt gearbeitet? Eine Woche durch. Eine Woche. Wann wird ich wenn du Urlaub brauchst, bist du bei uns auf der Insel, richtig?
Oh, wirklich? Wo ist die? Ihr seid ja ziemlich überzeugt von eurer Insel. In Russland gibt's doch keine Inseln. Ich glaube, das ist unser Kunde. Der Weibler. Okay. So. Downtown gibt Taxi, hallo. Hallo, Bischof. Steigen Sie ein. Bist du auch wieder so ein Ghetto-Kind? Lass mich raten, du kannst dich nicht bewegen. Oh, ich hätte das umgedrehte W direkt verstanden. Okay, guten Tag. Hallo, Sir. Hallo. Wo willst du hin? Zur Verwahrstelle. Polizeiverwahrstelle? Polizeiverwahrstelle muss ich. Guck mal, Pinsel, mein Jojo. Warte, du musst da hin? Wo? Ja, ich. Ja, und wo muss der Kunde hin? Schlaf gut, Daylight. Der muss zur normalen Verwahrstelle. Verwahrstelle, natürlich. Das liegt doch alles auf einem Weg. Super, gut. Toll, klasse, wirklich super. Können wir bitte fahren? Ich weine gleich. Wenn die Officer gleich wieder weg sind, muss ich wieder eine halbe Stunde warten, bis der irgendwie hinkommt. Ja, willst du deinen Jugula holen? Sag mal, weinst du? Ja, das ist doch nicht so wichtig. Oder ist es der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? Knigger, Dankeschön für den Raid. Ich muss ins Bett. Oh, da stehen offene Auto, ich weiß. Wir sind alle müde hier. Oh mein Gott. RIP. War sowieso zu alles, hell. Alles unter Kontrolle. Ansichtssache. Ist wirklich halt Ansichtssache. Was meinst du, was wir gerade machen? Ja, okay, jetzt gerade nicht. Ich habe letztens eine gemacht. So. Oh, ist das schön, oder? Eine schöne Stadt. Wirklich schön. Top. Ich will nach Hause und ich will eine Gehaltserhöhung. Ich auch. Ich habe mich schon so lang. Oh mein Gott. Das wäre nicht mehr Ansichtssache gewesen. Ja, wir sind alle müde hier. Alles gut, hab alles im Griff. Fingy Peanut, ihr kriegt am nächste Woche noch als Jo. Warum ich? Oh, geil. Weil du schon auf dem Mitarbeiter bist, du Idiot. Ach so. Ach, wir sind noch keine Mitarbeiter. Wir sind auf Probe. Wie, wir sind auf Probe? Ich hab dein Leben gerettet, ja, Salame. Andere Frage, wann gibt's Urlaub? Na, du kleine Kacke, wohin mit deinem Leben? Ich hab diese Polizei für dich gebittet. Ja, ist ja okay, ich habe gefördert. Oh, danke. Oh, danke schön. Glückwunsch. Lass mich raten, es gibt $1 mehr. Ich überschreibe euch gleich das Unternehmen. Ich habe gar keine Ahnung, wie man das überhaupt an Gehalt bekommt. Hast man kriegt gar nicht mehr Gehalt. Ja. Eigentlich hast du davon nichts. Kriegt man kein Grundgehalt? Nee, du kriegst gar nichts. Nur wenn du fährst, erinnert sich nichts, ob du Probe bist. Was ist denn das für ein Scam? Yo, das ist sicher. Die sind schon weg. Danke! Okay. Oh, die sind kein weg. Kein Problemchen. Ja. Küsschen mit Küsschen. Tschüss. Viel Glück. Bye, have a great time. Hast du gehört, er schreibt uns das Unternehmen. Ach du. Hat er gesagt. Nein, ich will kein Chef sein. Warum ja, nicht? Musst du, aber dann... Dann muss ich 20 Dullis verwalten. Hab ich gar keinen Bock drauf. Ach, ich glaube, da gewöhnt man sich schnell. Wo ist eigentlich der Willi? Der hat sich den ganzen Tag nicht mehr gemeldet. Aber wir sind nur 18 Mitarbeiter. Ja, aber mit dir 20. Du hast zwei Persönlichkeiten. Aber das wäre eine 19. Ja, und jeder ist super nervig. Oh, das hat mich auch ein. Keiner mag mich. Schreibst du dein Tagebuch? Pinsel ist mein bester Freund. Ja, und ich bin Mathe-Mann. Okay. Weil du gut Mathe kannst. Wo bin ich hier gelandet? Im Taxi. Achso, wie geht's, Bruder? Wohin? Bevor, wenn ich nach Hause kann. Ich auch. Ja, pass auf, dass du die Tür auch aufkriegst. Das scheint ein Problem zu sein. Ich glaube, die spinnt heute. Welche Tür? Vom Auto. Krieg ich auf. So, wir sind da. Super, juhu. Ja. Man fühlt sich richtig schuldig, wenn man hier mit dem Taxi gefahren. So. Kann man uns jetzt mieten oder nicht? Checken, das war einfach dir. Fragst du mich? Ich weiß das nicht. Macht dann 1705 Dollar. Allerdings das Problem wird eher der Flug rüber sein. Ach, wir müssen fliegen? Wir haben kein Schwerlastflugzeug. Ich kann fliegen. Ja, ich kann auch auf die Nase fliegen. Nein, ich kann wirklich fliegen. Ja, ich auch. Ich kann wirklich, wirklich fliegen. Okay. Danke, Erdnuss. Das sieht man mir nicht an, aber ich kann wirklich fliegen. Erdnuss. Schönen Abend noch, Erdpinsel. Schönen Abend noch gleichfalls. Tschüss. Kann ich mir sagen, wenn vor mir auf dem Sitz steht? Ich sag dir, wenn bei dir stehen. So, ich werde jetzt die Leitstelle abgeben. Joshi, schlaf gut. Aber wir müssen noch nach Sandy zu unserem Flugzeug. Ja, ja, ich will die Leitstelle abgeben, nicht die Kunden. Ich geh wieder nach vorne zu meinem Puddingteilchen. Ja, komm her, Speckbäckchen. Ich vermisse dich hier schon. Kleck mir die Wange.
So, habe ich den schon eingespeichert? Nee, habe ich nicht. Ach, kannst du, Backbeans, ja. Ruf mal diesen Kalle an. Ich will mir sein Gelaber eigentlich... Oh, komm! Warum soll ich ihn denn anrufen? Boah, dann mache ich das halt. Ey, ist das nervig hier. Immer muss man rumtelefonieren. So, das ist 300. 8-3. Ich liebe es, wenn du aggressiv wirst. Oh, oh, da kommen die Amazonen aus dir raus. Mir jemand fehlt Geld? Nur noch Kriegsbemalung. Wo hab ich? Ach, da. Und nochmal die Warte Bier. Warte mal, ihr habt uns verarscht. Ist ihr hattet gar keinen Termin. So. Den haben wir netterweise verschoben, weil die Fahrt so amüsant war. Ach so. Wann Bauern denn? Sind wichtiger als die Kunden. Ich hab die Leitstelle jetzt freigegeben, ist mir scheißegal. Wir sind im Baugewerbe. Baugewerbe? Ja. Wer baut ihr? Also arbeitet ihr im Gefängnis? Nein. Sondern? Wir haben das Gefängnis gebaut. Im Baumarkt, ist doch klar. Ihr habt das Gefängnis gebaut? Ja. Also ihr kennt euch hier aus, ja? Was geht? Nix bei dir. Stabil, Bruder. Auch nix, ich sitze. Danke für die Antwort, Arschloch! Bin ja schimmel. Was für eine Frage! Ja, ob sie sich hier auskennen. Ja, das geht. Also teilweise. Teilweise. Ja, jetzt kennen sie sich das ganz aus. Das ist genauso aus. Eine dumme Aussage wie, ich bin ein bisschen schwanger. Ja. Nee, das ist genauso eine dumme das letztens Aussage. Gesagt hat, ich dachte echt, es wäre so. Braucht ihr noch jemanden für den Bau? Ich kann gut bauen. Wie kannst du denn auch gut malen? Ja, ich kann gut tapezieren. Malen. Also, Twinkie und ich hatten auch mal eine. Lass mich ausreden, du Flachwichser! Okay. Wir hatten mal eine Idee. Wir wollten Häuser renovieren. Häuser renovieren? Da. Und ich kann gut mit dem Pinsel. Pinsel. Ich Twinkie Pinsel. Kann gut Anweisungen geben. Anweisungen geben und zuschauen. Darin bin ich Profi. Ich kann so gut mit dem Pinsel, weil der halt mein bester Freund ist. Ja, ich bin Maler. Ja. Was kannst du denn malen? Zusammen sind wir eigentlich ein Dreamteam. Ja, genau. Ich könnte dir ein paar Bilder zeigen. Andere Frage, will ich die Bilder überhaupt sehen? Du wolltest doch wissen, was ich malen kann. Wenn du nicht drauf guckst, kannst du es nicht sehen. Der hat hier richtig Molle genommen. 1+. 1+. Diese Maniac. Okay, fahren wir zum Flughafen? Ja, offensichtlich. Boah, hab nicht so eine schlechte Laune. Ich hab eine super Laune, schon den ganzen Tag, okay? Aber wir müssen das Taxi öfters buchen. Warum? Wie oft fahren wir eigentlich nur diese Autobahn? Wir sind halt 17 Mal hier hoch und runter gefahren. Ich kann's nicht mehr sehen. Können wir woanders Urlaub machen? Also wir könnten Urlaub auf einer Insel anbieten. Was denn? Was für eine Insel denn? Ja, wir haben eine eigene Insel. Ja, dann ladet uns doch mal ein, um immer nur drüber zu reden. Ja, da ist schon gut, ich hab's kapiert, tolle Insel. Wir müssen ein Flugobjekt besorgen, was mehr Beinfreiheit hat. Ja, bitte. Und dann sagen sie uns Bescheid. Was soll das denn heißen? Ich pass rein in den Cockpit. Ich hab Platzangst. Ich kann das Ding fliegen, ist kein Problem. Ich hab Platzangst. Ich hab das Ding gesehen. Sieht aus wie die Augenbinde. Ach, Augenbinden. Das Wissen ist da. Ja, und? Ja. Dann trink dir einen. Ja, okay. Auf einmal darf ich trinken. Ist hier ein Mulok im Auto? Oh, ich hasse Mulok. Ich auch. Jo, die kommen immer zu dem Puls für sie alle. Ja, die kommen immer mit ganzer Familie, die Hunde. Hey, jetzt fährt er wieder vorwärts. Was ist das mit ihm? Wie kannst du das sehen? Oh, ja, ich guck nach hinten, du Trottel. Das ist eine Riesenscheibe. Wie kann ich das wählen, indem ich zurückkomme? Wie war das? Ich wollte dich dissen, aber hab gemerkt, ich bin ein Diss. Du bist einfach nur behindert. Ey, sowas sagt man nicht. Sag sowas nicht. Das sagt man nicht. Das stimmt.
nichts für irgendwo, Ronny. Boah, ich mach morgen erstmal frei. Ich fahr morgen kein Taxi. Ich fahr morgen auch nicht. Ach, super. Dann toll. Gerade mal angestellt, direkt Urlaub. Hallo, wir ackern an einem Tag mehr als die anderen in drei Wochen. Ist so. Wir sind jetzt, wir sind voll die Einzige im Dienst. Alle anderen haben schon den ganzen Abend. Ja, ich habe auch Schnauze voll. Also wirklich nicht nur vom Fahren, sondern auch von den Kunden. Das waren jetzt locker 450 Meilen. Ich weiß, aber es ist so. Ja, machen wir gleich. Gesundheit. Oh, ein Rübschen ist falsch. Oh, du hast nicht gerübs. Wir waren noch mal geradeaus, oder? Danke, Chat. Ich glaube, hier rechts richtig. Ja, richtig, ja. Richtig. Hier auf der linken Seite sehen wir das Yellow Jack, da gibt's richtig gutes Essen. Schmeckt super gut. Was ist beschissen da? Ein Stern auf Yelp? Ja, stimmt, schmeckt nicht. Also, ist gut für Leute, die Lust auf eine Lebensmittelvergiftung haben. Klingt gut. Da hat der Pinsel seine Leckmuschel her. Da. Gar keiner geklaut hier. Gab's cool. Das Flugzeug nicht in einer anderen Farbe? Nein, leider nicht. Das will ich mir mal kurz näher angucken. Ich will auch mal gucken. Was kostet der Spaß denn? Boah, das können wir gar nicht berechnen. Was kostet der Spaß denn? Scheiße. Weiß nicht, wie viel haben die denn letztens bei der Rundfahrt gezahlt, Honigmäulchen? Juri, machen wir Rechnungsroulette? Da hat jeder 10.000 Dollar bezahlt, schwöre. Jeder 10.000. Ja, warte, kein Problem, ich zahl bar. Nee, nicht bar. Eine Bar ist ganz blöd. Nicht blöde. Bar, wir werden sonst wieder befallen. Ja. Zu spät, bitteschön. Oh, leider glaube ich nicht. Ja. Boah. Ich finde... Hast du noch Bargeld, aber ein bisschen Trinkgeld? Oh. Da ein bisschen, komm mal auf die Seite. Trinkgeld ist Pflege. Was schraubst du da rum? Was? Was schraubst du? Ich nehm die Drossel raus, dann fliegt der schneller. Ist offen? Guck mal, ob da Fallschirme drin sind. Oh Gott. Da passen wir echt nicht rein. Speck-Tütchen, keine Sorge, der Flügel, der hält das aus. Oh mein Gott. Der muss das aushalten. Das wird, Hält das aus! Ist kein Problem, ist alles Carbonfiber-Glasfaserkabel. This is fucking awesome. Speck-Tütchen, ich will nicht drängeln, aber ich würde echt gern ins Bett. Ja, okay, Pudding-Tütchen. Kann mich jemand fangen? Ja. Pinsel? Bist du. Hast du gesehen? Ich wollte. Hab dich. Ja, super. Okay, es hat wirklich Spaß gemacht. Haha, das war lustig. Clownfisch heißt das Programm. Und ich freue mich aufs nächste Mal und auf die Einladung auf ihrer Insel, von der sie so gut reden. Und beehren sie uns bitte bald wieder. Doch, sobald wir ein anderes Flugzeug haben. Und wenn sie unser Haus kaufen, vermieten sie es uns gerne. Ja. 31 Dollar die Woche. Wenn, ja, ist kein Problem, wir zahlen nur 40. Letztens war es 31 am Tag, ihr Betrüger. Okay, ich hoffe, 31 Dollar am Tag, Entschuldigung. Aber wenn Sie mit Immobilien zu tun haben, Twinkie und ich sind immer noch auf der Suche nach einem schicken Haus, das, wo wir jetzt wohnen, übergeben. Ein schickes Haus, wie viel wollt ihr denn ausgeben? Ja, nix. Am besten nicht so viel. Aber soll schon einen Pool haben, weil wir. Oder eine Großraumdusche. Ja. Großraumdusche ist nicht das Problem. Der hier lacht. Ja, ich hab gar nichts gemacht. Ach komm, und wenn es geht, barrierefrei. Ihr erreicht uns auf jeden Fall immer beim Taxi. Genau. Na, wenn ihr vielleicht was habt, dann könnt ihr euch melden. Können wir machen. Okay, dann guten Flug. Tschüss, ihr habt gute Fahrt. Guten Flug. Bye, have a great time. Good night. Komm, Dünsel. Ja. Sollen wir noch gucken, wie die losfliegen? Nach Hause. Können wir noch gucken, wie die fliegen? Ja, wir können noch gucken, wie die fliegen. Du bist die besteste Twinkie. Ich weiß. Oh, Bucky, herzlichen Glückwunsch zu 80. Sag, wer von euch sagt irgendwas, ja? Ja, sag mal. Toll. Jetzt hat der Pilz an mir den Sitz gemobst. Jetzt muss ich hier... Nimm noch einen von den anderen. Ja, aber jetzt möchte ich erstmal hier in die Richtung gucken. Mein Gott.
Wow, guck dich mal die Aussicht an. Verdammt. Ich glaube, der checkt nicht, dass wir den hören. Was schreit denn da so rum? Ich weiß nicht. Wann fliegen die eigentlich? Steig mal aus, lass mich dahin. Was? Die Güte, ey. Was? Danke, Sir. Such den eigenen Platz. Wann fliegen die eigentlich? Ich weiß nicht. Hey, wann fliegt ihr los? Ich glaube, die haben sobald keine... wir Abflugerlaubnis bekommen. Ach, ihr braucht eine Erlaubnis? Wie lange dauert das? Wir müssen bei Polizei anrufen. Wie lange dauert sowas? Kommt darauf an, wie schnell die Polizei zu uns herkommt zum ja, Kontrollieren. Also 3 Tage. So. Alles klar. Ja. Hau rein. Gute Nacht, wir warten doch nicht mehr. Los, wir dann, ja. Ja. Levin da wieder Luca. Ganz im Ernst. Bis die Polizei kommt nie. Twinkie. Ja. Halte vorne direkt an die Tankstelle an. Ja, schon klar. Was heißt los mit dann, ja? Hier ist ja gar keine Tankstelle. Mach nee, die mal hinter uns. Hier schmeckt übrigens super gut. Ja. Was gibt's da so? Traktor. Wir tanken einfach in der Stadt. Okay. Hast du mal einen Spanferkel gegessen hier? Mm-mm. Gibt's ja auch hier nicht, weil hier ist scheiße. Wow. Pinsel ist mein bestes Freund. Ja. Wen haben wir noch im Taxi? Hä? Bist du Anwalt? Der ist ja Anwalt. Bist du ein guter Anwalt? Der Beste in ganz Los Santos. Kannst du mir eine Beratung geben? Was brauchst du denn? Die Jutta hat uns überfallen, ich möchte die anzeigen und die hat mich verkloppt. Ja, dann zeig die an. Aber dann muss ich zur Polizei, hab ich keine Lust. Ja, hätte ich auch keine Lust drauf. Weil dann stehen die da wieder und tasern und einer sichert ab. 20 Leute seien sich vom Dach ab, nur wenn man Anzeige stellen will. Hier sagst du auch einen Schraubenschlüssel, wenn du neben einem Auto stehst, was fällt dir ein? Und da liegt mir ja egal, lass nicht drüber reden. Leck mich am Arsch. Liegt eine verletzte Person auf dem Boden. Das erste, was ein Polizeibeamter macht, der Sheriff, wenn man einen Schraubenschlüssel wollen. Ach ja. Hallo, vielleicht will ich den damit wiederbeleben? Wie wolltest du das denn machen? Vielleicht ist da Strom drauf? Vor allem letztens hat mir ein Auto unfallen, einer hat mit einer Rosshange am Dings geschraubt. Oh oh. Einer hat mit einer Rosshange am Motor geschraubt. Da kam auch die Polizei und hat ihn hochgenommen, von wegen meine Waffe bei sich rumschleppen. Oh, guck mal, der links hier. Oh, pass auf. Der hat uns geblitzt. Oder hast du ein Foto gemacht? Twinkie? Ja? Hast du ein Foto gemacht? Nee. Hat der uns geblitzt? Der hat uns geblitzt. Nein, bitte nicht. Oh mein Gott. Der hat uns geblitzt. Ich war abgelenkt. Der blitzt uns wieder, pass auf. Das geht gar nicht, wir waren nicht mal so schnell bestimmt. Ist so. Das Ding fährt doch nicht mal 40. Hey, hast du darfst uns nicht blitzen. Wie, jawohl, ihr seid zu schnell gefahren. Ganz sicher nicht, dieses Auto fährt nicht schneller als 70. Da oben steht die PMU, die schnappt euch dann weg. Das Wort wartet oben. Was für eine Masse für ein Busch, man sieht dich. Außerdem hab ich falsch gerade, ich spiel Blitzer. Wir spielen Blitzer, sagt er. Ja, was denn? Los Santos. Auch und den blitzt er nicht. Wir schaffen es nicht mal auf Limit. Steht auf dem scheiß Highway. Wir spielen Blitzer. Boah, Junge. Also die Leute sind hier echt kreativ. Ja. Aber da hätte ich absolut keinen Bock. Da wünsche ich jemanden. Die haben ja auch nichts zu tun. Wie viele Unfälle der wohl schon verursacht hat. Weil das weiße Auto immer wieder auf die Spur rollt, meinst du? Ja. Macht keinen Sinn. Wir haben 60.000 Leute bekommen. Wie viel? 60.000 von denen mit dem Flugzeug. Von den Russen? Ja. Die haben $60.000 gezahlt. $60.000. Wow. Durch drei.
Durch drei. Durch vier? Ich fahr die ganze Zeit. Ja, okay, dann nimm du die Kohle wieder wie alles andere. Oh, da hat's kurz mein Ohr geknackt. Oh, gestern Nacht habe ich sie nämlich an der Minibar erwischt. Ach scheiße, da steht noch mein Taxi. Ach, wir müssen noch tanken, Alter. Oh, okay, dann gleich jeder 20.000 oder wie? Wer hat Geburtstag? Wer hat Geburtstag? Nö, mein Geld kannst du behalten, du verwaltest eher was. Jetzt reicht's mit dieser passiv-aggressiven Art und Weise hier. Da krieg ich gleich Bluthochdruck. Du bist Schatzmeister von uns. Oh, Scheiß. Oh, ich. Oh. Ich glaube, wenn ich gleich mal richtig aussteige. Oh. Also, hier sind Gefriertemperaturen. Nur als Tipp, der Tankding ist hinter der Einsteigtür. Oh, halt deine Scheiße. Okay. Nee. Hallo, Hasepeter. Ja? Weil ich im Großraumtaxi sitze? Boah, gleich ja, kuscheln wir erstmal, Tony. War ja spontan. Nein, bye. Ich gehe. Vielleicht kannst du mir mal groß werden. Hat er seinen Wagen wiederbekommen? Oh, du. Wer? Also ist mir egal. Ja, so. Twinkie, kriegst du das hin? Ich hoffe, ich habe richtig getankt. Was hast du getankt? Benzin. Ich hoffe, das ist richtig. Du hast Benzin getankt? Ja. Bist ehrlich jetzt? Ja, warum nicht? Ist das kein Benzin? Wir sind am Arsch. Wie? Du hast kein Benzin getankt. Doch, hab. Oh, scheiße. Du hast wirklich Benzin getankt. Du hast wirklich Benzin getankt. Warte, das fällt nicht auf. Vielleicht fällt da noch ein paar Meter. Ach, scheiße. Nee, hier geht gar nichts. Nein. Das wird eine Nachtschicht. Ich hab keinen Bock. Ich muss pinkeln. Ich kaufe ein paar Snacks schon mal. Nein. Ruf schon mal den Abschlepper und ruf den Chef an. Ein Small, Alter. Hände, wir haben 1 Uhr. Boah. Nee, das sind Frauen. Ich muss ganz kurz auf Klo. Lube, dankeschön für den Resub im dritten. Ja, das ist noch ruhig. Das ist ruhig. Ja, was machen wir jetzt? Ja, oh, der Chef, danke. Ja, und wie kommen wir nach Hause? Mit jemandem. Zu Fuß. Ich habe ein Taxi. Also ich bin mit dem Taxi abholen. Ich ruf gleich ein Taxi, alles gut. Ich ruf gleich ein Taxi. Die tankt einfach Benzin, Mann. Ich hätte aber auch Benzin getankt.
wish. Du kriegst eine Lungenentzündung, so wie der Ventilator dir ins Knick ballert. Ja. Was hast du denn für Schuhe? Die Krokodilleder. Dreckig. Nee, das ist Krokodilleder. Das ist Dreck. Das ist ein Krokodilleder. Jo, weißt du, wie der da drauf kam? So. So, tschüss. So, warte mal, was ist jetzt der Plan? Weil das ist jetzt Massephase. Also. Ja, dir geht's gut, ne? Ja, ich laufe nach Hause, ich hab's nicht weiter. Danke für die Fahrt. Danke. Tschüsschen. Toll. Der hat mir einen ganz dicken Umschlag für Geld gegeben. Ich? Der? Ja. Oh. Für die Fahrt. Aber du bist nicht mal gefahren. Darf man eine Tankstelle rauchen? Ich bin fertig, ey. Nein. Außerdem rauchst du nicht. Ja, also. Oh, okay. Ja. Cool. Tag zusammen. Hallo. Hallo. Ja. Du hast uns das Taxi gerannt. Kommst du bitte aus dem Auto raus? Alter. Moment kurz. Pinky? Twinky, nicht Pinky. Oh, oh. Oh, oh. Och, nö, Alter. Oh, oh. Hilfe. Was passiert hier? Junge. Ganze Teamspeak schmiert ab. Hey, Bruder. Warum? Warum um 1 Uhr nachts? Wir haben 1 Uhr. Chat? Hallo? Check, check. Test. Seid ihr noch wach? Okay, ihr seid noch da. Also es ist halt nicht mein Internet. Okay, der Server ist auch da und das sieht man, weil die alte Animation. Los geht, die ist eigentlich deaktiviert. Geht nichts mehr. Dann stehst du morgen auf. Wenn ich ausgeschlafen bin. Kommt drauf an, wenn ich pennen gehe. Nee, 17 Uhr nicht. Das ist zu spät. Ja, was machen wir jetzt? Boah, Bruder, da kommt doch kein Abschlepper mehr jetzt hin. Sweet, das ist nicht mein Server. Aber die Whitelist ist schon sehr voll. Der Server ist so fast, also fast so gut wie jeden Abend. Zu Primetime ist der komplett voll. Mit Whitelist. Ja, das Auto steht nach dem Reset noch da. Ich stream hauptberuflich, ja, Justin. Ich lebe davon. Man kompiniert die Mode soon. Ich weiß nur noch nicht, was wir da machen. Ich weiß nicht mal, was ich jetzt machen soll. Ich guck mal im Discord.
Ja, fuck it. Wunderschönen guten Abend. Ja, ich sag dem Support Bescheid. Ich warte jetzt nicht. Ah, ne, jetzt geht. Boah, Bruder, egal. Machen wir weiter. Spielen wir noch zu Ende. VOD hört wieder Sound. Direkt anderer Mensch. So, geht jetzt sofort weiter. Babe, babe. Der Scream mit Peanut in Bewegung und voll hat ein Fight-Game in der Charakterauswahl. Wird man dich irgendwann mal real life sehen? Inwiefern so auf Gamescom oder so? Ich denke nicht. Keine Ahnung, kann ich nichts sagen. Aber das ist nicht so mein Ding. Ja, Schattenbund, was? Ne, aus Duisburg. NRW ist schon richtig. Los Wuppertal, ne, ne, Duisburg. Duisburg. 479 represent. Habibi. Mit Facecam? Pff, vielleicht irgendwann. Ich mach mir da keinen Stress. Schuhe in die Kek. Hallo? Ich weiß, Schattenbund, ich war einmal auf der Gamescom. Irgendwann, was weiß ich, 2014 oder so. Hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Hol das Pinsel. Hallo? Ja. Was ja? Geht? Nix. Oh, bei mir auch nicht. Oh, Déjà-vu. Déjà-vu! Ich weiß, ich habe den gesucht. Ich habe ihn gefunden. Auf doch nicht so. Doch. Du kriegst noch was von der Stadtrundfahrt, die halb abgebrochen wurde. Erinnerst du dich? Nee. Ich erinnere mich, ich bin Erinnerbärer. Dachte ich mir. Ja, jetzt wo du sagst. Jetzt merkst du es wieder, ne? Ach, scheiße, der steht. Danke, schön. Cooles Fahrrad. Danke. Danke. Bitte. Ist zwar nur die Hälfte von dem, was wir abgemacht haben, aber die Stadtrundfahrt ging ja auch nicht weiter. Ja, wir müssen die nochmal machen. Ja, müssen wir auch die Tage, wenn der Gunther wieder halbwegs da ist. Der ist immer noch ein bisschen neben der Spur. Ich hab voll die gute Idee. Ich auch. Ich geb dir meinen Autoschlüssel und du fährst mit dem Moped, vielleicht fahren die dich eben dahin. Dann holst du das Auto her. Was habt ihr denn getankt? Unser Taxi. In einem Diesel. Ah. Was soll ich näher holen? Ja, unser Auto. Hat Ronny getankt? Euer rotes? Ne, mein V. Ja, das rote. Am Casino-Parkplatz. Okay. Komm, ich geb Schlüssel. Vielleicht fährt er dich ja. Ja, wir müssen mit deinem Moped eine Spritztour machen. Dankeschön. Komm, komm mit. Warte mal. Nee, nix warten. Zeit ist Geld. Ich soll doch nur euren Tank aussaugen, verdammt. Hä? Ich soll doch nur euren Tank aussaugen. Ach so. Du sollst ihn aussaugen? Ach, der bist du. Zum Aussaugen. Wie macht man das? Strohhalm. Tank aufmachen, Schlauch rein, kurz ansaugen, dann läuft der Sprit raus. Durch Unterdruck. Ah. Unterdruck? Ja. Ja, so. Oh Gott, was hast du gegessen, Alter? Alles. Ah, alles. Rügenwalder müde Teewurst. Kannst du jetzt mal. Ich brauche einen Schlüssel von dem schönen Vehikulum. Oh nein. Oh nein.
Sag jetzt nicht. Oh. Ja. Twinkie. Dann warten wir so lange. Ich glaube, die ist kacken. Oh, das kann ich auch. Wir feiern die ganze Nacht. Die ganze Nacht feiern. Alter, voll beweglich. Danke. Bitte. Boah, ich kann ganz andere Sachen. Ui. Hat einer Bock auf einen Schokodonut? Kack! Oh ja! Oh mein Gott, Schindelio! Nani! Das hier ist der Robo! Oh, das ist der Butterkranich! Der Butterkranich? Oh mein Gott! Guck mich an! Ich bin der Eiffelturm! Ich muss ehrlich gesagt. Konnichiwa, Motherfucker! Nein, Schluss damit! Ja. Beweglich ist er ja, ne? Der ist echt gelenkt. Ja, ich hab ein Handy. Und mein Akku bleibt bei 85% stehen. Jo, meine auch. Damit du bei Kräften bleibst. Alter, meine auch. Danke. Oh, mit Glasur sogar. Hallo, Twinkie. Ronny, soll ich dich eben fahren? Wohin? Ja, zum Auto holen. Twinkie, der Mechaniker braucht den Schlüssel. Brauchen wir nicht mehr. Braucht er nicht mehr, okay. Hallo. Du musst dem Mann den Schlüssel geben, der saugt der säuft das Benzin jetzt. Ja, der kann Golfball durch den Gartenschlauch ziehen. Weißt du das? Sieht man an deinen wunderschönen Lippen. Ui. Ja. Danke. Ich hätte auch gern so einen freshen Mustache wie du. Ja? Ja. Der Schlüssel. Das ist lange, ja, lange, ja. Training, ne? Genau das. Dafür muss man Testokuren ballern. Da musst du dir auch jeden Morgen schön viel Haarwachs rein. Tick, du siehst so gut aus. Ja, schick ist er tatsächlich. Meiner wechselt nach unten. Na. Und der saugt jetzt das Benzin aus. Oh, ein Bart? Ich mir aber an. Kann der auch Diesel einfüllen? Ja, er saugt schon. Oh. Oh. Hat der OnlyFans? Oh mein, okay. Was macht der denn? Hallo? Oha. Sag mal, ist der besoffen? Stopp! Da liegt der jemand drunter. Da liegt einer drunter, der saugt den Benzin. Sag mal, du Flachwichser, bist du bekloppt, soll ich aus der Karre boxen oder was? Da saugt jemand am Stroh. Chef, tut mir leid. Chef, tut mir leid. Jetzt fährt er direkt hoch, Alter. Fehlt nur noch so wie eine 50er. Der Hans Peter ist am Arbeiten, nur damit er nochmal lebt hier. Alles gut, Simon? Aua! Du verdammter! Ich soll ein Stück zurückgehen. Oh mein Gott! Aua! Oh mein Gott! Das sieht schon aus! Kann sein, dass die Tankstelle das nicht mit Chef, das Ding kannst du wegschmeißen. Das hat total Schaden. Warte, ich muss das Ding ja auch noch abmachen. Das kannst du wegschmeißen. Das Ding hat total Schaden. Guck dir das Ding mal an, Alter. Ja, ein paar Kratzer. Das sieht aus. War hier mal eine Scheibe? Willst du zweimal von innen gehen, dann ist er ausgerollt. Ich bin da gerade gebogen hier, oder? Sieht aus wie nie gefahren. Oh Gott! Hilfe! Ich mach gar nichts! Bruder, du hängst nur am Haken. Sieh zu, dass du da rauskommst. Du bist wie ein Carpador. Das ist aber ein Taubsee, du dir. Gut, sorry. Ja, das ist Fratze. Ach nö, komm das schon. Das Auto ist komplett Fratze. Das ist wirtschaftlicher Totalschaden. Da kann nicht mal mein JP Performance was machen. Das kannst du nicht. Da kannst du Cola-Dosen rauspressen. Das sieht aus wie neu. Ansichtssache. Wie, das sieht aus wie neu. Ja, sieht doch aus wie neu. Wie nett! Da kriegst du bestimmt 50 neue Stoßstangen. Ja, so schlimm ist noch an sich zu. Nee. Ja, ich glaube, der Tank ist aber erstmal leer. Komm, ich hab schon tatsächlich dagegen geboxt.
Ah, gegengefallen, würde ich sagen. So schlimm ist es nicht. Reinkommen. Ja, diese kommt da rein. Ja, tank mal auf. Ich hätte den Abstepper gerade fast Diesel reingehauen, ne? Du hättest mich gerade fast überfahren, meinst du wohl eher? Oh, passiert. Immer ja, schön Diesel rein. Wir sind gut versichert. Das ist gut. Welche Versicherung? Hast du Bock, mich mal anzufahren? Hast du Lack gesoffen? Nur ein bisschen, für die Versicherung. Ja, ich kann nicht gerne überfahren, aber Versicherung habe ich noch nie gehört. Schön, anfangen. Vollgetankt. Warte mal, super, wir fahren jetzt mit dem Ding? Okay, let's go, ich bin für Abenteuer offen. Ich sah schon ein Ding, die sahen schlimm aus. Mein Kinderbett zum Beispiel. Okay. Jetzt. Mach auf. Ja. Ripp die Zip. Ui, guck mal mit dem Bauch um. Das Ding fährt niemals im Leben. Das Ding kann nicht fahren. Das ist unmöglich. Das Ding fährt nicht. Das sieht doch aus wie neu. Wo ist das Problem? Was ist denn jetzt? Ich glaube, ihr habt alle was damit. Gib mal eure Augen waschen. Du mal deine waschen. Ja. Wir hängen noch am Laden, oder? Jetzt, ich will nach Hause. Guten Nacht. Okay, Leute. Tschüss, ihr mit bye, ich habe gleich keinen. Guten Nacht, Boys. Ja. Ach. Ach du Scheiße, Junge. Das ist Ding nur fährt, Alter. Warum sollte es nicht fahren? Ach, nix, Dinky, du so. Ich stopp im Schuss. Will dich als Neuwagen verkaufen, was ist der letzte Preis? Wir müssen auf den Casino-Parkplatz. Ich würde gerne durch deine Casino-Parkplatz, Augen Casino-Parkplatz. Ach so, okay. Was meinst du? Da, die wundern sich auch schon. Lass das Ding überhaupt werden. Sieht das echt so schlimm aus? Was sieht das wie ein Cabrio? Ja. Fährt noch. Du hast auf jeden Fall Lowrider-Funktion angebaut. Raus so, dir. Also raus mein der Todeskarre. Ich finde es eigentlich schon schick. Twinkie, warte mal. Oh, warte, ich habe nur den Schlüssel. Warte, ich will ein Foto machen. Ui. So. Mein Schlüssel, ja. Kann ich nicht. Ah, du kommst doch eh mit uns, oder? Jo, ich muss ein Taxi einpacken. Chef hat schon mega. Ja, dann renn, renn, renn. Jalla. Ach ja. Oh. Boah, beruhig dich. Hast du das geparkt? Ja. Wir müssen Pinseln noch mitnehmen. Wo ist es? Da geht dein Taxi einpacken. Also, okay, wir müssen auch noch Schlüssel wegbringen. Was ist das? Da ist Pinsel hinter so uns. Jetzt rennt er uns hinterher. Ich will einfach nur ins Bett. Ja, ja. So. So, Leute. Müsst ihr hier noch hin? Ja, im Schlüsselkasten. Ja, schön. Sag mal, hast du da gerade mein Puddingteilchen angequatscht? Ja. Als Verkäufer? Ja, habe ich. Ja? Ja. Ja? Ja, habe ich. Sie ist voll nett. Leg dich nicht mit mir an. Aber dann bin ich tot. Lass es sein. Ich habe doch nichts gemacht. Mehr. Ja, ich will sie dir doch an. Wie du die ausgecheckt hast. Ich habe doch meinen Freund. Du hast, ach so, okay. Hi. Nein, hallo. Ach so, wie jetzt? Nein, nicht RC Hase. Der ist schon schlafen. RC Hase? Mhm, der Chase heißt der eigentlich. Ich bin nur ein Freund, ich bin nicht der Freund. Ich bin, hi. Mal geht nein, Kai. Assalamu alaikum. Was? 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 Assalamu salam. Okay. Ja. Oben nach Hause. Wir gehen jetzt nach Hause. Bist du müde? Wer ist denn der Typ jetzt hier? Also Konfuzius sagte einst, sollten alle Stricke reißen, bist du einfach nur zu fett für die Schaukel. Wenn ich immer noch einen anbaggert, ne? Dann schlag ich zu. Guten Nacht. Ist doch nichts passiert. Tschüssi, mit Tschüssi. Wer war denn der Typ?
Keine Ahnung, ich glaube, das war der Einzelkäufer, oder? Das ist doch dieser Kerle, der bei uns arbeitet, oder? Der arbeitet bei uns? Ja, der hat mich voll gelabert. Oh. Der redet und redet. Oh. Hören Sie es doch keinem an. Wo wohnen wir denn nochmal? Soll ich GPS machen? Ja, bitte. Ja. Oh je, wenn ich jetzt pups, kommt Land mit. Noch besser nicht. Nee, lieber nicht. Ja, vielleicht können die zwei Russen uns ein besseres Haus besorgen. Ja, vielleicht. Eins mit Pool oder eine Großraumdusche. Ich hab ungefähr Vermögen $80,000. Ja. Ja? Ja. Boah, wir haben schon viel Geld verdient. Echt? Ja. Ja. Und Pinsel hat mehr. Ja. Ich hab immer 400. Du kommst auch, du kriegst aber nur ein Kinderzimmer. Ja, trotzdem musst du wahrscheinlich am meisten zahlen. Betrug, Versicherung. So. Perfekt. Hallo, Texas. Oh, so, okay. Pinsel. Arsch voll toll. Weißt du? Ich im Arm. Bitte nicht hassen. Oh, geil. Danke. Gute Nacht, Bro. Ja, bis morgen. Morgen ist Crash Derby. Ich brauche für später. Ja, aber kostet $10,000. Siehst du mich zwinkern unter der Brille, die getönt ist? Nee. Oh. Ich muss jetzt und schreite mich gleich wieder an. Jawohl. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich vermiss dich. Love you. Love you too. Ich zähle schon die Stunden. Okay, ich geh rein. Hau rein. Oh, okay. Vorbei. Ja, okay, das war ja noch ein guter Abschluss für heute. So, Showtime als letzte. Hallo, könnt ihr mich hören? Test. Ja, Günther. Vielen lieben Dank für heute. Ich hoffe, hat Spaß gemacht. War ruhiger Stream. Also, das war echt ein ruhiger Stream. War schön, aber war ruhig. Test bestanden. Yeah. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und nochmal vielen lieben Dank für den Support. Ne, ihr macht das möglich. Wir sehen uns nachher, ab 19 Uhr. Ansonsten Twitter und Discord im Auge behalten. Tschüss! Ich hau's niemanden. Ihr werdet euren Weg finden. Ab in eine Falle. Morgen dauert er nicht. Wie gesagt, ab 19 oder Twitter und Discord auschecken. Ich sag immer vorher Bescheid, falls was dazwischen kommt. Aber sollte nichts. Morgen, heute steht nichts an. Tschüss, gute Nacht, bye-bye. Tschüss, gute Nacht, bye, have a great time. Und Dankeschön.